Servus Leute und hallo zum nächsten Video. Ja, was machen wir gerade? Der Fahrer und mein Bruder, die da drinnen einen Dreher montieren. Was das ist, was gibt es später. Und ich entlade gerade ein Holz. Ich habe mir ein wenig Holz zum Sehen gehabt. Ja, es kam zwar das letzte Mal so, dass ich weiß, unnütz und so, aber mir wurscht. Nein, ich habe mir Holz gekauft zum Sehen und mich ein wenig Zaunpfeil und so Zeug draus mache. Und das entlade ich. Den ersten Teil habe ich mit dem Kipper runter. Zwei Stimmen musste ich jetzt mit dem Sabi runterziehen. Und beim letzten Stamm, den ich jetzt Sabi runter tue, nehme ich euch jetzt einmal mit. Dann wünsche ich euch viel Spaß.
So, mittlerweile ist Freitag. Das Holz haben wir letzte Woche am Freitag abgeladen. Das ist schon wieder eine Woche rum. Und oh, die Post bringt meinen Bäckler. So, gut. Was wir jetzt einmal machen, ich brauche ein Heu und ein Stroh und ein Silo bei meiner Brüllaffen. Vorführeffekt, Vorführeffekt, Vorführeffekt. Auch gut. Geht gleich wieder los. Silobein fahre ich mit der Gabel drauf. Die liegen eigentlich ganz günstig, da ist wascht. Die Zange hänge ich nicht an, die steht hinten drin im Schupfen und die brauche ich eigentlich bloß, wenn die Ballen vom Feld frisch gewickelt sind oder von der Wiesen, je nachdem, wo ich sie halt liegen habe. Ich habe deswegen Feld gesucht, weil ich ja oder letztes Jahr auf dem Feld Wiesen gehabt habe. Und da brauche ich es, dass es nicht beschädigt wird, aber jetzt, wenn ich es dann verführen tue, ist es wascht. Das war die Röller. Die haben Hunger, die brüllen, ich habe mein Freier doch. Also legen wir mal los, dass das was wird.
Thank you.
unmöglich. Ja, ernsthaft. Na, wie sieht denn das wieder aus? So, ist mehrfach. Jetzt seid ihr aber ganz entspannt. Dann gibt es ein Silo, dann gibt es ein Stroh. Und dann hole ich mir den Hosen noch was rauf und dann gibt es noch mehr. Ja? Jetzt muss ich sagen, ich will.
Man muss mir Reis haben, wenn ich so. Mensch. So war es aber auch. Was haben wir jetzt gut gemacht? Wir sind aber nicht so viel dran als sonst. Und dann immer noch umrühren. Oh Mann. Guck mich, wie ihr das macht, wenn ich auf der Arme bin. Ja. Alles klar. Du kannst es doch nicht lassen. Das geht auch nicht. Nein. Was hat er denn? Wo ist der Rumide? 0,8 Grad plus. Ich weiß ja nicht. Ich werde den Schlüssel um die Bestellung nicht abziehen. Da um den Doch. Ja, das ist doch fein, das ist doch gar nicht. Ich habe mir doch mal auf. Ich bin halt regnet. Durcht. Ja.
Ja. Sehen wir das auch schon. Habt ihr das gesehen? Ich weiß nicht. So, ich habe einen Schlammlug und das machen wir dann erst nicht so ausschaut. Ja, halt bitte. Was sei, dass die Drainage da reinkommt und geblättelt wird. Ja, da hat es auch gehalten. Ja. So. Ja, und der schaut sogar gut aus. Du schiebst nichts drauf. Nö. Haben wir alles richtig gemacht. Müssen wir alle die Seiten so aufmachen, weil wenn ich die andere aufmache, ist blöd. Ja. Die schaut doch hervorragend aus. Aber fein, dass ich jetzt mal hier mache, da Selbstbedienung sehe. So, machen wir großräumig da. Das ist gut, müssen wir da anstellen. Was guckst du? Kamille. Nicht gesund. Wenn du die Hände nicht schnell genug wegnimmst, nimmst du die Hände auch mit vor. Guckst du auch so? Machst du auch so wieder was? Nicht dafür, weiß ich nicht. Da ganz auf der Fresse.
Ja. Gibt's ihn dann? Der Inner hängt. War schon, du wartest wieder auf der Extra, was du willst zu haben. Das ist doch nochmal was. Nö. Das ist nicht die, die Welt. Vorsicht, das bitte nicht. Bevor wir uns hinterher ärgern, weil man euch was geben hat, was vielleicht nicht gut ist, wieder weg. Jetzt haben wir mal zu viel. Adele gewinnt nein, der Jogel frisst schon. Der ist nicht so dusselig. Ja, du auch. Ihr seid dusselig. Ihr müsst mit nein gehen, sonst gibt's nichts. So, das ist jetzt neu. Nach Hause. Dann geht für die Sonne. Dann hat das die aus. Dann schmeckt das auch. Ja, frisch groß gibt's nicht, aber die Luft immer macht. Kann ich nicht sagen, das ganze Jahr. Schluckst dich immer. Ja, du. Da fehlt doch noch was. Alter. Jetzt muss ich schon sagen, gut habt ihr schon. Bringt euch den ganzen Tag vorne noch und bringt euch was. Ja, das ist meine Arme. Stellt euch das auch mal vor, ihr habt voll die Bediensteten. Ja. Silo. Optimal. So. Schweine 1. Dann hier. Sag die halt in der Stall. Nicht immer hier rumblödig. Machen. Einfach neige, fressen, futtern. Ich kann doch nicht mehr machen, wie der was ist allein noch. So. Ja, die Flächen noch weiter haben und getrennt. Dann wird sich das da auch gut. Können wir das Teil wenigstens schön aufkratzen und kehren. Ja, der Rest. Der Rest, der kommt weg. Wieso? Warum? Weshalb? Verstehe ich nicht. Nee, verstehe ich nicht. Du frisst doch. Ja.
du hast die Kugel. So, wir trinken mal. Hängen wir euch halt jetzt so Arme rein. Wenn ihr ein Schüppel näher machen könnt.
Födele, mein Bruder. Födele, sind wir fertig. Haben wir geschafft. Radlader ist wieder aufgeräumt. Hei und Stroh habe ich wieder drum. Außen habe ich auch ein wenig eingestreut. Innen Stollig natürlich eingestreut. Heu haben sie. Silo haben sie auch gekriegt. Siloballen ist drum. Bei den Schweinen bin ich auch schon fertig. Bei den Hühnern natürlich auch. Apropos Hühner. Sind auch alle unterwegs. Ja, Rolltor noch zu. Und da muss ich den Stottel noch zumachen. Wenn man nah ist, kriegt man oben das Tür nicht zu, weil wenn ich Ballen rein tue und nicht will, dass sie runterfallen, fahre ich die Mulden recht hoch hinauf. Dann kriegst du aber die Tür nicht zu, weil die natürlich ein wenig tiefer sind. Also machen wir halt noch dicht. Ja, genau. Nö, zu weit. Das passt. Jetzt brauche ich den Bulldog nicht dafür. Jetzt geht es auch so. Ich habe dann das letzte Mal noch gesagt, da hinten baue ich auch was, das habt ihr noch gar nicht davon. Das ist jetzt auch fertig. Kommt aber, glaube ich, noch eine andere Flaschenzug noch. Ja, wir haben da was gebaut, oder mein Vater und mein Bruder haben da was gebaut. Sieht man vielleicht da. Da hängt jetzt eine von den Stahlbrechern, beziehungsweise zwei, die sind nämlich da zwei zusammengeschweißt worden. Da hängt der Laufkatz, geht bis dann hinten und da hängt der Kettenzug dran. Wofür? Ganz einfach, wer sich erinnern kann, ich habe schon mal Videos vom Äpfelstecker gemacht und den habe ich auch mal mit dem Radlader rausgekieft und es geht immer beschissen, muss man echt so sagen. Weil du kommst schlecht nah und du kannst den Platz auch nicht nutzen. Oft einmal, wenn du den Äpfelstecker reidust, dann kriegst du da bloß da vorne irgendwo noch, da hinten hast du verlorenen Raum, wo du nichts unterbringst. Jetzt soll für die Zukunft auch einmal eine neue Bude neu aus Holz. Und einmal ausgerammt werden. Ja, mal gucken. Ich habe was gesagt, das Alter zeigt oder die alten Flüche und das Zeug weg. Hm, weiß noch nicht. Mal gucken, man hebt immer so viel auf. Mal schauen, ich überlege mir das noch. Auf jeden Fall soll eine neue Bude rein, dass wir zur Not auch mal in Sockwagen, den Hubwagen rein da kommen. Und dann kann man da hinten die Maschine auf Paletten stellen und kann die da hinten noch verrutschen, verfahren, wo man sie halt braucht. Heißt, ich hätte theoretisch Platz da für meinen Eichepfluch, der könnte da mitstehen. Ich kann ja, den da reinhängen und reinheben. Oder, ja, keine Ahnung, theoretisch könnte man Kreiselheuer da hinten parken, wenn man wollt. Ja, mal gucken. Oder den Rotiner, der wäre eine Möglichkeit. Oder die Apfelschleuder, die stehen ja jetzt aktuell da oben. Dort. Und die kriege ich halt mal in der Theorie. Ah, da drüben rein. Ich meine, die Routine ist ja sowieso schon nicht schwer. Und dann könnte man da reinheben. Oder natürlich, was noch eine Möglichkeit ist, ich bin momentan ein wenig auf der Suche. Ja, ich eiche mich, weil damals hätte ich. Ich habe es dann vorhin noch gesagt, ich möchte jetzt aber behalten, aber das wollte ich nicht. Ich möchte ja das Saal winden. Und eine Jachtgenossenschaft hat es auch weg, weil sie es auch nicht braun. Und na komm. Ja, dann haben sie auch keiner mehr angeschafft. Jetzt sind wir ohne Saalwinden. Sorry, jetzt ist es dunkel. Ich muss da bloß schnell zumachen. Wird gleich wieder hell, wir gehen mal runter. Auf jeden Fall, die wollten keiner mehr anschaffen, weil es auch nicht gebraucht wird. Und jetzt ist das Problem, wenn einmal ein Baum mit Windenunterstützung gefällt werden muss, dann muss ich jetzt gucken, wo ich ein Winden herkriege. Ja, gibt es mit Sicherheit. Wenn man das alles so rufst du Maschinenring an oder sonst was. Ganz ehrlich, ja, könnte man. Kostet aber alles Geld. Und das öfter, das öfteste Mal sagst du dann, ach komm, nein, sehen Sie mal, sagst du. Bleiben wir uns nicht, das geht ohne, das funktioniert auch so, brauchen wir keine Saalwinden, unnütz. Das geht auch ohne, das funktioniert auch ohne. Was sollen wir uns jetzt ein Ding da leihen? Und ganz ehrlich, ne? Und ein Problem ist, die Erbarme da oben zum Beispiel, wenn da eine kaputt ist und der muss raus, ihr seht oder die Fahrer, die landen noch draußen. Was machst denn du dann?
Ja, Radlader nehmen, wenn du nachfahren kannst, von außen reindrücken, dass er reinwärts fällt. Möglichkeit, ja. Was machst du denn mit einer großen Ahn? Der Radlader langt nicht so weit auf. Die, wenn du umsägst und die hängt noch draußen, dann liegt sie auf dem Radlader drauf und bei den Nachbarn drüben im Haus. Das kannst du vergessen. Ich möchte außerdem wieder ein Saal winden, wenn du da mal einen holt. Nein, gehst. Ich meine, heuer oder letztes Jahr ist das nicht wirklich möglich gewesen. Ich meine, ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Bei uns ist immer noch nass. Ich weiß, das Holz, was ich da liegen habe, habe ich vor einem guten Bekannten, die Mosten rein wollte, welche die Käfer bauen und da war nicht mit, es geht nicht und kann nicht und. Aber in mein Privatwald, wenn ich nicht zwingend nein muss, weil ich Käferbaum habe, fahre ich dort nicht nein. Deswegen ist wohl bislang noch kein Erfordernis, dass ich sowas brauche. Aber wenn es dann einmal ist und mir geht nein wollt, dann ist auch Winden was Schönes. Das ist mein Grundgedanke, da soll auch mal einer her. Ich bin mir noch nicht schlüssig, was ich will. Ich bin so ein wenig am Überlegen. Also Funk muss ich nicht zwingend haben, es ist zwar was Schönes. Ach, zieht's nicht zu. Mit einer Hand funktioniert das nicht. Das ist ein Spezialschluss. Funktioniert sowieso nicht. Jetzt halt. Ich bin deswegen am Überlegen, kaufst du da 3,5 Tonner Winden. Die könntest du auch einmal an eine KL300 hängen oder vielleicht auch einmal an eine K15. Klar, das sind Bulldog, die haben nicht die Schwere, die sind nicht sonderlich schwer, haben keine große Eigenmasse. Wir reden beim kleinen Kramer von 1100 Kilo und beim großen von 1800 Kilo. Es ist nicht die Welt. Dann werden eigentlich auch sagen, nimm halt den IHC, ist dann Bulldog mit fast 4 Tonner. Oder wenn der da mal fertig ist, ist da ein Bulldog mit fast 4 Tonner. Richtig, natürlich. Im Betrag, wenn er mal fertig ist, habe ich einen großen Bulldog. Mein Grund ist aber, ich möchte auch mal die Möglichkeit haben, so was an einen kleinen Bulldog noch zu hängen, weil ich habe ja nicht immer einen großen Baum rauszuziehen, sondern vielleicht habe ich auch mal einen kleinen Anhänge, der irgendwo reinfällt. Dann muss ich mit was der Teufel so viel Umlenkrollen rein wollte, nein, weil mich mit dem Bulldog nicht reinkomme. Und mit dem kleinen komme ich halt rein, weil der ist wendig. Dann drehe ich zur Not auf der Stelle. Also da kann ich zwischen Stämmen durchjonglieren. Das geht mit dem nicht. Der ist deutlich breiter. Natürlich auch deutlich schwerer. Das ist so der Grund, wo ich noch am Überlegen bin. Kaufst du was mit 3,5 Tonner oder so wie die Alda, die war 6 Tonner winden, die Franzgard. Ich bin da noch so ein wenig unschlüssig. Wie gesagt, Funk muss ich nicht unbedingt haben. Ich weiß, wer es hat, der sagt, das ist super, es gibt nichts Besseres. Aber ja, dann müsste es halt der Funk sein, den wo ich auch an die alten Bulldog betreiben kann. Also ölhydraulisch quasi. Oder na, wie sagt man nur elektrohydraulisch, glaube ich. Wenn ich mich jetzt richtig eingelesen habe, die haben eigene Pumpen drin, die dann mit angetrieben werden und dann kannst du quasi über Fernsteuerung kannst du steuern. Irgendwie. Also so ganz dahinter gestiegen bin ich noch nicht. Muss ich auf jeden Fall auch mal gucken. Wie gesagt, überlege ich mir noch. Keine Ahnung, da war was gebraucht sein. Ich muss auch nicht zwingend ein neuer Winden haben, so oft wird es auch nicht eingesetzt. Aber ich denke, wenn man einen eigenen hat, dann wird man es auch öfters einmal einsetzen. Und nicht so wie es bisher war. Naja, das geht auch mal ohne. Wie zum Beispiel da die Ahn, habe ich ja im Sägevideo gesagt. Die da, die ist ja kaputt, sieht man unten am Stamm. Die muss irgendwann weg, okay, das ist einer, die hängt schon schön noch draußen. Wo man dann sagt, ach, das ist ja kein Stress. Sägst einfach um, fällt doch sowieso raus. Schön ist aber mit Winden, hängst das Ding oben an. Sägst unten schon mal dein Fallkerb raus, schnetzt hinten ein und ziehst es dann einfach um. Lässt die Bruchkanten ein wenig steigen und ziehst es dann um. Dann brauchst du nicht groß kahlen. Sind wir mal ehrlich. Die ist bestimmt marsch. Würde ich drauf wetten. Da ist schon Ast weggebrochen gewesen. Die ist so aufgeplatzt, wo du da nicht sicher sagen kannst, ob die das noch hält. Dann haust du da vielleicht einen Kahl rein und dann kommt da von oben was runter und dann ist schlecht dich Ast. Und da ist dann wieder ein Saalwinden schön. Stellst du außen nach. Ziehst mit dem Bulldog an und ziehst das Ding einfach raus. Fertig, Käse gegessen.
Wie gesagt, gibt ja mehrere Punkte, wo man sowas braucht. Keine Ahnung. Mal gucken, ob da in die Richtung was passiert. Ihr werdet erfahren, wenn ich mir sowas anschaffe. Ich mache jetzt auf jeden Fall dann erst einmal Feierabend. Und dann wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag. Und falls das Video jetzt noch irgendwann rauskommt, also vielleicht morgen, noch ein schönes Wochenende. Ansonsten eine schöne Woche, eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Wir hören uns wieder. Hi, Michi.